Moin Moin und willkommen zurück zu Psychonauts. Psychonauts 2. So. Wir müssen zum Bowling Center, denn wir haben jetzt endlich diese coole Seniorenkarte bekommen. Und können damit reinkommen. Beziehungsweise können damit den zweiten Agenten, beziehungsweise das zweite Ich des Agenten, befragen. Open up! Oh, hat er erkannt. Schön desinfiziert mit ein bisschen. Young for the senior league, I keep all my gray hidden under the helmet. Ah, good tip. Watch it. This disinfectant spray is lethal. Shouldn't you be wearing a mask? Hey, Ford. Shoes aren't ready yet. Könnte ich mal kurz in Ihren Verstand schlüpfen? Would you mind if I stepped inside your mind for a minute? Sure. Better than you stepping inside one of these shoes. I tell you, it's like Germ City in there. Das glaube ich. Finde ich auch super eklig, wenn man Bowling geht, irgendwie. Auch warum hat man beim Bowling eigentlich diese hässlichsten Schuhe der Welt im Bowling Center? Diese blau-roten, die verstehe ich nicht. Kann man doch auch in schick machen, einfach nur weiß oder schwarz oder einfarbig, ich weiß auch nicht. Okay, gucken, wie es weitergeht hier. Oh, geil, Bowling. Okay. Kannst du runterziehen? Nee. Ist ja lustig gewesen. Projektor irgendwo? Ach komm, wir können die Dinger mitnehmen. Whoa! Okay, it's just like a giant thought bubble. Made of bricks. Stay. Ah, okay. Kann ich gleich ein bisschen Bowling hier? Das machen wir gleich. You're going to show this to the others, are you? Hang on, I have some more change. Ist hier irgendwas Besonderes? Cool, hier kann man Fotos machen. I'm going to do my caveman face. Ford? Wow. Ford and Lucretia dated? The couple that came here on the date, Ford and Lucy? Yeah, they were just here a second ago. Cute couple. Any idea where they went? They went bowling. Da-ha! That-a-way. Okay, also Bowling können wir auch... Ist das eine Tür hier? Auch kein Bild, das man verbrennen kann. Schade. Warte, hier hinter. Da gibt's garantiert was. Nein. Gut, auf die Kugel haben wir schon gesehen. Können wir gut drauf laufen. Das heißt, wir brauchen die, um zu bowlen. Müssen wir dann Strike hier schaffen, um durchzukommen? Man weiß es nicht. Crawler Mux Party, your lane is ready. Crawler and Mux. Here goes nothing. Woo! Oh, Strike. Okay, los geht's. Oh, oh. Wow. Whoa! Hey, look at that giant Ford head. Die haben echt eine crazy. More than you got, Sonny. Oops. The end is coming. Oh, give it a rest, guy. Death is coming from above. Was? Oh, sure. Guy was right. All hail Guy the Prophet. If there's a piece of Ford's mind in here to reconnect, I'll bet it's up in that giant bowling pin. Kann ich einfach machen. Im Springen, ja, okay. Whoa, okay, it's just like a giant thought bubble. Made of bricks. Hey, you, down by that ball polisher. A little help. Warte mal kurz, kann man die Tasche... Ich hab noch kein Ding dafür, okay. Can you give me a little boost, fella, huh? Okay, wir müssen wahrscheinlich da irgendwie... die Kugel rein. I need to fix that rail crane, and you're gonna help me, okay? Versuchen wir. I just snapped this baby in here and Und jetzt? Let's roll. I'm not going to get any farther until I replace this. Oh! Okay. Hey, where's the road? Okay, wir kommen da nicht rüber einfach so. Wir müssen irgendwas machen hier, ne? Oder was? Okay, ohne Bodekugel darf man da nicht durch. Gut. Hey, now, no
crossing the foul line. Ich muss auch mal was kaufen gehen irgendwann. Die Tasche bringt uns noch gar nichts. Da hinten liegt auch noch. Also müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn. Wir müssen den Kran brauchen. Wie kriegen wir den Kran rüber? Mit unserer. Nein, warte, mit unserem. Ja, aber wie? Das macht gar nichts. Ich frage mich auch, wer hat mit mir geredet da überhaupt? Sorry, that's it. Almost there, buddy. Just keep running. Ach, okay. Hiermit mache ich das. Ich darauf laufe. Okay, das wusste ich nicht. Aha. Natürlich clever. So, und jetzt geht's hier mit weiter raus. Oh! Und nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Und hier rein. I know what you're up to, kid. Was? Weißt du gar nicht? You! The slime is so sticky. You know? The kids just love it. Do I know the best place to take you all on vacation or what? Yeah! Yay! Warte. Nein! Oh. Ich glaube, ich muss da einmal rüber jumpen. Diese ewige Schleimkugel. I gotta get to that giant Ford head before the city is sanitized. Okay. Nein! Das war ja blöd. Okay. Wir haben aber trotzdem erwischt. Okay. Okay, wir müssen da drüben, will ich auch noch hoch. Nein! Okay. Ich komme hier wirklich, kann hier nicht springen, auf jeden Fall nicht. So, aber hier auch kann ich. Okay, warte. Geht auch nicht. Okay. Oh, das war ja blöd. Ach du blöde Mister, Kacke. Okay, warte. Wir müssen da von da hinten längs irgendwie. Okay, hier können wir denken. Okay, dann ist ein. Kann ich das so anfangen? Nee. Even if I don't live to see it, there will be a tomorrow. Ich muss das Ding jetzt einsammeln. Suitcase tag. Gotcha. Ich kann hier auch gar nicht hoch. Ich kann echt nur da hinten hoch. Echt blöd. Okay. Warte mal. Hier längs? Aha, da bist du. Sind wir noch mit hier? Thanks. Aber ich kriege Kugel hier, ist die Frage. Wo komme ich nicht durch? Krass, ich muss wirklich den ganzen Weg hier hoch. Nein, nein, da hoch, meine ich. Achtung. Und Turbo. Warte, 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 warte. Jetzt Anlauf. Okay, 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 nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh, nicht runterfallen. Ui, da muss man aber ganz schön kräftig hier. Oh, warte. Okay, wir haben die Kugel noch. Yes, so, jetzt hier durch. Los geht's. Oh. Muss ich. Okay, ich kann hier durchfahren. Okay. Oh, ist gar nicht so leicht. Freut sich echt nicht so super geil, sondern irgendwie so eher so semi-geil. Okay, ich kann aber darüber springen, oder? Muss ich doch können. So natürlich nicht. Okay, das gehörte so. Gut. Hey, I know that guy. If I'm gonna get to Ford, I need to fix that broken rail on the Kingpin Express before someone arrests me. Okay, wie reparieren wir die Frage?
Okay. Da ist die Poliermaschine. Einmal reparieren. That ain't the Kingpin Express. That's the Foul Line. It'll take you across town, but you gotta transfer to the Kingpin. At this time of day, though, you're better off taking a cab. Thanks. Okay, da können wir nichts machen. Da ist noch eine Kugel. Ah, okay. Man, this thing's big. So brave, why don't you so, los geht's. I'm going to. I'm just waiting for my muscles to warm up. Oh, ist das Alter. Die Lenkung ist aber echt mal... Da hätte man vielleicht so eine... Weiß nicht, eine andere Lenkung haben müssen. Aber wir versuchen es mal. Oh. Kingpin Express, I'm coming your way. Okay, da geht's runter. Just keep under my head, or you'll be sorry. Okay. Ich sehe gerade, dass wir richtig viel Kohle haben eigentlich. Ach Quatsch, warte mal nochmal zurück, nochmal zurück. Das können wir auch noch mit hinnehmen. So, jetzt hoch. Warum geht's noch einmal hier hoch? Wir müssen gleich mal... Nein. Ach so, jetzt, okay. Okay, kann man nicht so schnell runterfallen, das ist schon mal gut. Oh, sagt man dann, dann fiel er schon fast runter, ne? Oh, das war dumm. Yes, got the duffel bag tag. Bin ich schon wieder hier? Okay, hier kommen wir wieder hoch. Gut. Hoch da. Muss ich leider ein bisschen platt machen. Da, los geht's. Das war doch ganz gut gelöst gerade. So, hier geht's auch noch weiter. Einfach da durchfahren wahrscheinlich, ne? Great time's over, Germs. Hier links. Oh, los, da hoch. Okay, wird immer schmaler. Das wird schwierig, hier rüber zu kommen, glaube ich. Obwohl, es war gar nicht so schwierig. Oh, hier ist der Schleim. Hier können wir natürlich nicht... Wir sind so rauf, wir können nicht... Oh. Oh, krass. Oh. Ich meine, das ist schon ein bisschen abgefahren hier. Halt. Na, ja, kurz drehen hier. Das Ding auch noch haben da. Und wenn ich schon mal hier bin, die einsammeln kann, so ein bisschen, dann versuche ich mich allein zu sammeln. Okay, dann muss man rüberhopsen, um den zu bekommen. Attention! Our beloved elevator now goes all the way to the top. No need to climb up there on your own. In summary, all is well in the world again. Except, of course, that it's ending. Okay, der fährt da rüber. Da müssen wir auch hin gleich. Okay. Runterfallen. Jetzt runterfallen. Okay. Oh! Oh! Eieiei, das war echt gar nicht so. Warte, mal zurück. Ach, jetzt können wir hier. Polieren und drehen. Die Bahn heile machen. Puh. Bin ich jetzt geärgert, wenn wir runtergefallen werden. Oh, es geht in Lover's Lane. Mm.
Okay. Was jetzt? Okay. So, warte, wir haben ja ein, zwei haben wir nicht eingesammelt. Die müssen hier irgendwo sein. Die sammeln wir noch schnell ein. Da ist nur schon einer. Okay, den können wir einmal eingesammelt. Da ist eine neue Kugel gekommen. Ich komme sofort, ob wir irgendwo einen vergessen haben, aber. Ey, ganz ehrlich, dann ist das so, ne? Was soll's? So. Halt! Da sind wir gekommen. Also hier durch. Also ich frage mich echt, was die Leute da gemacht haben, als sie das Spiel probiert haben. Da haben sie wirklich leckere Kekse gehabt oder irgendwas geraucht. So, jetzt geht's hier runter in Lover's Lane. Hey, it's Ford and Lucy. Sorry. Oh, guck mal, die kommen sich immer näher. Oh, wie schön ist das denn? Oh, jetzt fällt's ab. Jetzt geht's aufwärts. Oh, zum Kopf von ihm. Vielleicht? It's here. Just like I said. Here comes the pig. It's the end of space. Oh Gott. So beautiful. Ah, das sind die ganzen Bakterien, die da rumlaufen. Die ganzen Keime. Okay, hier müssen wir schnell zum Kopf hoch und das, den Splitter da rausziehen. Los, zieh raus aus dem. Okay. Noch ein Splitter. You and you loved her? Her name is Lucretia, but I called her Lucy. And even from that first date in that grimy bowling alley, I knew. Knew that it was too good to last forever? Hey, all relationships end one way or another. Well, I just didn't think it would end so badly. Hey, cheer up. Even Gutterballs return. Eventually. Oh, Sünde. So, das letzte Puzzlestück fehlt noch. Das holen wir uns gleich. Und zwar beim dritten Crawler, ne? Da brauchen wir das Gehirn für. Aber das kriegen wir auch. Oh, auf dem Bauch. Das schmerzte. Glaub dich mal. Only one more piece of Ford's mind to reconnect. So, wir müssen mal kurz Upgrades machen hier. What if Maligula shows up here and Ford's not ready? So, was können wir hier machen? Super, komm, fügt deine Nahkampfkunst einen zusätzlichen Angriff hinzu. Linke Hände. Ablenkung dazwischen rausziehen von Objekten mit Hilfe von. Das machen wir mal. Linke Hände ist nicht schlecht, glaube ich. Geistige beim Aktivieren von Hellsehen erleidest du für kurze Zeit keinen Schaden. Ist auch nicht schlecht. Wir machen erstmal schon stärker hier auch. So. Gut. So, wir brauchen auf jeden Fall das andere Gehirn noch. Wo konnten wir das mal finden? Da können wir kurz mal reingucken. Hatten wir das Schnitt auch hier drin? Da. Repariere vorzersplitten Verstand, machen wir gerade. Erhalte also ganz besorge ein Ersatzgehirn. Falls jemand ein Ersatzgehirn hat, das ist Otto Mentales. Er hat schließlich gesagt, ich solle doch mal bei seinem Labor vorbeikommen. Labor im Steinbruch vorbeikommen. Okay, das ist ja draußen. Da rennen wir jetzt nochmal hin. Vielleicht aber trotzdem mal zum Automaten, denn wir haben so viel Kohle gesammelt. Dass wir bei diesem Automaten einfach mal was kaufen können. Wird auch langweilig irgendwann, ne? Brand new mental connection pins available. Ein paar Karten haben wir ja auch. Komm, wir nehmen mal. Achso, wir müssen aber die Dinger kaufen erst.
Entschuldigung, hier war das ein Gegenstand, ne? Ja. So, kommen wir so einmal. Und noch ein. So, wir gehen jetzt hier rein. Dann machen wir kombinieren. Rang aufgestiegen, ja, ist schon mal gut. Machen wir gleich noch. Braucht 9 Karten jetzt, okay. Okay, warte mal, wir gehen nochmal reinziehen. Anstecker. Was gibt's denn noch hier so? Okay, dann können wir die Kugel machen. Neuer Gegenstand. Gehirnschwund. Wenn du einen Gegner mit einer mentalen Verbindung triffst, entziehst du ihm Gesundheit. Das ist natürlich ganz cool. Das Herstellen von mentalen Verbindungen kann manchmal den Verstand traumatisieren, wodurch Psychiatrie ausgestoßen wird. Du gelangst doppelt so schnell in einen hellseherischen Zustand. Verlängert die Dauer einer Hirnblockade. Nahkampf. Wer wäre deine Gegner, wären sie... Oh ja, neue Farbe. Das klingt auch lustig irgendwie. Diverse, was ist denn hier? Hinterlasse Gegenstände werden aus größerer Entfernung angezogen. Sorge dafür, dass die Verzweiflung nichts anheben kann, anhaben kann. Hier. Feuergefahren oder Angriffe entziehen, der nicht so viel geistige Energie. Das finde ich schon mal gut. Anscheinend kaufen und verwenden direkt. Wise choice. Verwendet sie, um deine pelzigen Waldfreunde zu streicheln. Geworfene Gegenstände betäuben Gegner sehr viel länger. Gibt es keine Objekte, die du mit Tilgänse aufheben kannst? Reiß einfach ein Stück vom Boden raus, um es zu werfen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber. Sensoren erleiden wahrscheinlich. Zwei. Ich will explodieren, wenn du sie in Flügel unterschiedlich machst. Hm. Was ist das hier? Was war das? Titanium wird mit dem doppelten Rate als normal hinterlassen. Okay, dafür Kohle haben wir. Oh, da fehlt uns doch gar nicht mehr so viel Geld für. Wir lassen das erstmal so. Gucken wir beim nächsten Mal noch rein. So, jetzt müssen wir aber einmal zu. Raus, woran der Deckel hier. So schnell reisen können. Da drüben, ne? So, wir müssen auf jeden Fall mal raus. Oder können wir nicht irgendwie auch rauslaufen hier? Sascha's Labor. Steinbruch. Beim Steinbruch war das ja. Mal direkt dahin eiern. Geile Ziege. Schon lustig, die Figur, muss man sagen. So, sind wir hier beim Steinbruch und da hinten ist das Labor von Doc Ock, wollte ich gerade sagen, von Otto. Nur die Frage, wie wir da rüberkommen. Ach, wir kommen einfach so darüber. Hui! Hui! Gucken wir mal, wie der uns das Gehirn geben kann. So. Otto Lab. Einmal rein, Autolab. Hallöchen. Okay. Ist schon schräg aus, aber ich glaube, der lässt uns rein, oder? Scanning for fingerprint. Access granted. Okay. Ah, sehr gut. Nice to see you again, Rasputin. And you've managed to stay clothed. Very good. Wow. Look at all these gadgets. Gadgets? Sorry. Machines. Psycho-reactive technology? Rasputin, I thought you would recognize these for what they are. These are dreams. Where do you think machines come from? They spring forth from the human imagination. They are human thought made real. I invented that one when I was angry. When I designed that one, I was sad. That one, I was just hungry. Incredible. Glad you like them. You know, I'm not supposed to check out equipment to interns, but Agent 9 seems to put a lot of faith in you, my boy. So, if you'd like to try one out, just let me know. Oh, man. Ich brauche was Gehirnmäßiges. Agent Mentalis? Yes, Rasputin? Haben Sie ein paar tolle Geräte? Was für ein... nur ich oder mal, lass es... Haben Sie mal tolle Geräte zum Ausborgen? Was für eine Theorie haben Sie in Bezug auf Schnur? Okay, machen wir das. Got any cool devices to lend out? Shh. Interns aren't allowed to check out my devices.
But if you were to take your time, say, delivering one of these to Sasha or Mia, well, that would be none of my business. This one is a thought tuner. Use it to find stray thoughts floating around the world. And this psi-enhanced camera is for creating photographic memories. I'd train you how to use them, but that would only increase my legal liability. Have fun! Otto Rez ein paar praktische Geräte für sein Abenteuer geliehen. Aktiviere sie, indem du links oder rechts drückst. Hol sie aus, um mehr zu erfahren. And thanks for delivering those items to Sasha and Mia. Wir stellen diese Maschine eine Verbindung zum Verstand her. Nun, ich, Otto Normalverbraucher, lasse sie jetzt immer hier. How do these machines make contact with your mind? The secret is the Cytanium. It's a psychoreactive quartz-like mineral that responds to and amplifies psychic energy. It vibrates with the psychic waves driving the machines. Okay. Fragen wir alles durch. Oh, I really haven't thought too much about it. Maybe I should make a lie detector. Und jetzt? So is Maligula as bad as people say? Oh, I don't like to think about that name. If my device had just worked better that day, so many things would be different now. Welches Gerät haben Sie denn umgebaut? What device did you build to fight Maligula? The Hyperhyglaciator. It amplified our hydrokinetic powers and allowed us to freeze water semi-permanently. But Maligula threw our friend Helmet in the water just before the device went off. He was frozen so deeply in my hyper-ice. We were never able to recover his body. Only Ford saw it happen, and he's unable to tell us where to look for it. Well, I ought to let you get back to work. Very, very humorous. Okay, aber wir haben trotzdem noch kein... Ja, nee, wir haben noch kein Gehirn, ne? Bräuchten noch ein Gehirnchen. Ich muss alles ein hier, was es so findet. Approved hazing rituals for new agents. Okay. Something's never changed. Eine Karte da hinten. Yes. Suchen wir uns auch noch schnell die Karte da hinten. Was ist das hier? Da sind Gehirne drin, oder? Wie kann man so ein Gehirn da rausholen? So many brains. All voluntarily donated upon death. I have all the paperwork. Somewhere. These people are all dead? Their bodies are. And their brains are no longer capable of thought. But I've preserved them here, in the brain frame. What for? Experiments. Really? No room for the squeamish in psychic science, Sonny. The mind is the final frontier of humanity. We've only begun to explore its mysteries. That is, after all, the true mission of the psychonauts. Someday, my brain will live here, and yours too. What? Should have read that NDA more carefully. Aber wir brauchen noch ein Gehirn. Wie kriegen wir das jetzt, ist die Frage. Gehirne und Farbe Psyche. Können wir unseren empfinden? Oder wie hieß denn der nochmal? Oh, wie hieß der nochmal? Warte mal kurz. Ganz kurz rausgehen, gucken wir kurz nach, wie der hieß. Mentor, wenn mein Mentor nicht doch nur nicht hirnlos wäre. Nick John Smith. Okay, gucken wir nochmal. Den vielleicht finden. Unter N gucken? Oder unter J wie John Smith. Hier geht es nach Nachnamen? Nee, es geht nach Vornamen, ne? Also. Nee. Hier geht es nach Nachnamen, okay. Dann müssen wir nach John Smith suchen. A, B, C, D, F, G, H, J, K.
da. Johnson ist da. So, Jackson. Da, Johansen. Gibt es nicht, John Smith? Ist. Ist egal, wen wir da nehmen. Doesn't have the oblongata I'm looking for. Okay. Code und Koffermaschine. Todesursache Gaming. That's the second biggest brain I've ever seen. I have a feeling this person died in jail. So small. I kinda wanna poke this one. That one looks like mine. Unfortunate. Been in there too long. Kann ich ja keins rausholen? Das hätte ich jetzt gedacht. Irgendwie. Cute. I have a good feeling about this brain. Okay, aber wir haben immer noch kein Gehirn. Also Amy, glaube ich, muss man das Amy doch hier lösen können. Why did they even save this one? Wow, that is one weird looking brain. I just want to squish that one. They're all starting to look the same to me. I like this one. How's it? Okay, was sagt er denn da, was wir machen müssen? Lass deinen unverwirrte Psyche frei. Okay. Der Postangestellte Ford hat sich in absichtlichen Postabteilung eingeschlossen und lässt sich nur. Okay, wo kriege ich dein Gehirn? Jetzt sollte ich in den Bereich von unverwirrte Psychen des Großhirnrechts gehen und ein gutes Gehirn freisetzen, um es zu Nick zu bringen. Okay. Dann machen wir nochmal. Don't like the undulations. No. Ouch. No, thank you. Too big for Nick. Hey, this one looks not bad. Not bad at all. Okay, dann holen wir das Gehirn raus. Und? Ey, ein bisschen eklig, aber naja. Probably been a long time since you've had a visitor. I hope you don't mind Poppins. Okay, jetzt müssen wir erst das besuchen. Okay. Aber so geht's natürlich auch. Was für ein Gehirn das wohl ist? Maybe I'm too late. Doesn't seem to be any life left here. Oops. Oh, hello. Can you hear me? My name is Raz. Who are you? How long have you been in here? What's your name? Sorry. Oh, you. Sorry, I just haven't talked in such a long time. Oh my gosh, is that my voice? Is that what I sound like? What do you sound like? Oh my gosh, who are you? Are you not me? My name is Raz. Words. Words? You're saying words to me? What was that non-word sound I just made? Am I dying? No, not dying. I feel alive. Very alive. Who are you? Who am I? Am I anything? Am I everything? Am I God? Oh, I'm not sure, but I feel like I might be God, or the universe, or the ultimate cosmic oneness, or something in that jam. Am I right? Well, basically, right now, you're kind of a brain in a jar. Huh? But if you can remember your name, we might be able to find out what happened to your body. I can't remember much of anything. I believe you are suffering from extreme sensory deprivation. Years with no physical input has caused your memory and identity complexes to atrophy. Oh, I am not ready for words that big yet. I happen to know of a body that needs a brain right now to keep it out of trouble. If I were to place you in that body, you would start to receive fresh sensory input,
which could trigger some of your lost memories. Let's do it! Wait, what's a body? Aren't we all one? I'll be right back. What? Where can you go? This is everything. I promise to be quick. While I'm gone, you try to remember stuff. Okay, but please hurry. I'll try to remember when I created the universe. Or when I destroyed it. Das ist ein bisschen verrückt, das kleine Licht, was? If I put this brain into Nick's body, I think I'd be helping them both out. As well as helping me to get into the mail clerk's private office. Come with me, handsome. Okay. Super, okay, das machen wir. Wir bringen es zu Nick und zwar direkt in der nächsten Folge. Bin mal gespannt, was da passiert, ob er sich dann wirklich ein bisschen mehr erinnern kann, das Gehirn, und ob Nick dann aufhört, seinen Kopf in die Pressmaschine zu packen. Schauen wir uns das an. Beim nächsten Mal. Tschüss.